Zum Ende des Jahres wollen auch wir noch einmal auf die besten Aktionen der deutschen Szenen schauen und dabei mit der dritten Liga beginnen. Wie immer möchten wir auf diesem Wege darauf hinweisen, dass unsere Ansicht natürlich rein subjektiv ausfällt und nicht mit jedem Einzelnen übereinstimmen muss. Fangen wir an mit den Jungs vom VfB Lübeck rund um das Ultra-Kollektiv die Hallunken sowie die Boys Lübeck. Trotz meist weiten Destinationen zu spielen, vor allem im Süden und Westen der Republik, stellte die kleine Szene aus dem Norden immer einen schlagkräftigen Haufen und zeigte dazu die ein oder andere ansehnliche optische Aktion. Besonders in Erinnerung bleiben hierbei Pyroshows in der Pappelkurve gegen den SC Verl sowie Dynamo Dresden, wo es reichlich grünen Rauch gab. Auch sportlich betätigten sich die Lübecker Hools in einigen Akkadingern, wo man sich gegen echte Größen aus Deutschland stellte. Nicht unerwähnt lassen wollen wir diesbezüglich auch ein Straßending Anfang Dezember gegen die Szene von Oberhausen, wo die Jungs vom VfB trotz Unterzahl die Oberhand behalten konnten und den RWO-Anhängern den Heimweg zeigten. Insgesamt eine aufgeweckte Szene, die in allen Bereichen das nötige Potenzial aufzeigt und in den kommenden Jahren sicherlich einiges an Freude bereiten wird. Auch die Szene vom FC Erzgebirge Aue, bei welcher die Gruppe Fialobaspor die Führung in der Kurve übernimmt, zeigte in der abgelaufenen Hinrunde den einen oder anderen Hingucker. Viele ansehnliche Choreografien wie auswärts in Ingolstadt oder heim gegen Duisburg zeigten einmal mehr, welches Herzblut hinter der Arbeit der Schachter steckt und mit welcher Kreativität hier Ultra gelebt wird. Auch wollen wir die optische Aktion für einzelne wenige Aue-Anhänger, die kurz vor Saisonbeginn in Haft gehen mussten, nicht unerwähnt lassen. Für ein Schmunzeln sorgten einige unverbesserliche Jungs aus dem Erzgebirge beim Spiel in Dresden, als man kurzerhand die Plexiglasscheibe mit einem Graffiti verschönerte und dort innen ein Bild anbrachte. Insgesamt eine weiterhin beständige Szene, die auch trotz der weiten Entfernungen immer einen akzeptablen Haufen stellt und sich durchaus gehört in den Kurven verschafft. Ziehen wir vom Bundesland Sachsen weiter in Richtung Ruhrpott, befinden wir uns beim MSV Duisburg, der es vor allem in den ersten Spieltagen der Saison nicht gerade leicht hatte. Auch die Führungsgruppen Kohorte und Paut-Generation hatten nach den verlorenen Derbys die Schnauze voll und forderten endlich einen Richtungswechsel von der Mannschaft in Sachen Punkteausbeute. Als Highlights der Hinrunde kann man sicherlich von ansehnlichen Pyroshows in Sandhausen oder Dortmund sprechen, wo es neben Fackeln auch etwas Rauch im Block der Zebras zu sehen gab. Auch sportlich betätigte man sich im Pott das ein oder andere Mal im Jahr 2023. So gab es zum Beispiel Angriffe auf die Szenehaufen aus Uerdingen und Ulm, die laut eigener Aussagen beide gewonnen wurden. Auch die aktive Fanszene von 60 München hatte es in der Hinrunde alles andere als leicht, nachdem man sich nach dem Angriff von München Rot aus der Vorsaison erst einmal wieder neu ordnen musste. Dennoch zeigten die Löwen einige simple, aber gelungene optische Aktionen wie Auswärtschoreografien oder Pyroshows in Ulm, Saarbrücken oder Mannheim. Auch das gestärkte Vorgehen gegen die Sponsoren, insbesondere Ismaik, seitens der aktiven Fanszene des TSV wollen wir hierbei nicht unerwähnt lassen. Die Szene bleibt jedoch weiterhin standhaft und ist immer für eine Überraschung gut, ob auf den Rängen oder den unzähligen Rastplätzen der Republik. Springen wir weiter nach Mannheim, wo es die Szene vom SV Waldhof direkt mal am ersten Spieltag in München mit einer ansehnlichen Pyroshow krachen ließ. Allgemein scheint die Szene rund um die Führungsgruppe Ultras Mannheim einen großen Schritt nach vorne gemacht zu haben, da man zu vielen Auswärtsspielen mit zahlenmäßig großen Haufen anreiste. Große Choreografien inklusive Pyroshows gab es gegen Lübeck sowie auswärts in Bielefeld und Sandhausen zu sehen. Auch beim Heimspiel gegen die Zweitvertretung von Borussia Dortmund leuchtete und blinkte es das ein oder andere Mal auf dem Waldhof. Zusätzlich gab es auch noch eine ansehnliche Blockfahne auf der Otto-Siffling-Tribüne gegen den MSV Duisburg zu bestaunen. Insgesamt eine schlagkräftige Szene, die es definitiv zu respektieren gilt und die stets ein ordentliches Kurvenbild in den Blöcken der Nation abgibt. Die Top 5 der Drittligaszenen aus der vergangenen Hinrunde wird vom halleschen FC rund um die Saalefront angeführt. Trotz weiten Anreisewegen stellten die Jungs vom HFC immer einen passablen Haufen und zeigten zudem einige nette optische Aktionen. Angefangen mit einer großen Choreo zur ersten Pokalrunde gegen Fürth, mit anschließender Pyroshow über lange Fahrten nach Lübeck, Freiburg oder Ulm, wo es je Pyroshows oder kleine Choreos zu sehen gab. Weiter ging es mit zahlreichen Pyroshows gegen Viktoria Köln, Union Sandersdorf oder Arminia Bielefeld, in denen die HFC-Fankurve ein ums andere Mal unter Beweis stellte, was man an Potenzial zu bieten hat. Weiter geht es mit der Westtribüne Essen, die immer noch aufgrund eines weiterhin bestehenden Hausverbotes von über 70 Ultras im Block stark dezimiert in die Saison gingen.
Trotzdem machte die aktive Szene rund um die Gruppen Vandalswut-Fans und Freaks das Beste daraus und unterstützten ihre Mannschaft auf sämtlichen Wegen durch die Republik. Große optische Ausrufezeichen setzten die Fans von RWE im Rahmen von Choreografien in den Heimspielen gegen Regensburg und Lübeck. Zudem eröffneten die RWE-Ultras das Spiel in Ulm mit einer ansehnlichen Fackelshow. Auch nach dem gelungenen Derby-Auftritt in Duisburg konnte man erahnen, welch ein Potenzial in der noch jungen Szene aus Essen steckt. Sobald die Haus- und Stadionverbote wieder außer Kraft gesetzt werden, sollte deutlich werden, was in der Szene wirklich steckt. Im Gegensatz zu von Pech und Verlusten geplagten Szenen nutzte die Virage East aus Saarbrücken die vergangenen Wochen und Monate mit einem einzigen Höhenflug. Gerade durch das Überwintern im DFB-Pokal und dem Schlagen von Gegnern wie Bayern Karlsruhe oder Frankfurt nahm die Szene des FCS den Schwung mit und zeigte in vielen Spielen optische Aktionen sowie einen durchweg starken Support. Vor allem in den benannten Pokalspielen gab es teils mehrere Choreos sowie Pyroshows in einem Spiel der Saarländer zu bestaunen. Zudem gab es Pyroshows gegen Mannheim, Frankfurt sowie in Bielefeld und Ulm zu sehen. Dazu folgten Choreos in Sandhausen sowie Heim gegen den SSV Jahn Regensburg. Die Szene zehrt in jedem Fall vom Erfolg der Mannschaft und steht heim sowie auswärts geschlossen zusammen. Dass die Zeiten hart bleiben können, stellte der Verein Arminia Bielefeld einmal mehr unter Beweis. Nachdem es unter Ach und Krach in der Relegation in Richtung Liga 3 ging, mussten sich also Fanszene und Verein neu strukturieren. Dass die Jungs von der Alm eine mehr als gestandene Szene ist, die zu nahezu jedem Spiel mit einer achtlichen Anzahl anreist, sollte deutschlandweit bekannt sein. So tat auch der Abstieg in die Drittklassigkeit der Szene keinen Abbruch. Beim Auswärtsspiel in Duisburg sollten es die Arminen dann in Form einer Pyroshow das erste Mal so richtig krachen lassen. Auch bei Spielen gegen Essen und Münster ging die ein oder andere Fackel im Block der Bielefelder an. Die Heimspiele gegen Dresden, Hamburg und Saarbrücken nutzten die Jungs aus Block 1 dann für optische Aktionen im Stadion an der Alm. Auch in Halle und Lübeck gab es für die Jungs auf dem Rasen noch einmal eine Portion Motivation in Form von kleinen Intros samt Spruchband, welche je durch einzelne Blinkfackeln sowie Rauch komplettiert wurde. Die unangefochtene Nummer 1 der dritten Liga bedarf sicherlich keiner weiteren Ankündigung. Die Ultras Dynamo waren einmal mehr auch im vergangenen Jahr das Maß aller Dinge. In nahezu jedem Spiel gab es auf den Rängen der SGD-Fans eine optische Aktion zu begutachten, die mal größer und mal kleiner ausfiel. Angefangen von einem großen Auftritt im Zuge des Testspiels gegen Slavia Prag über eine Riesenchoreografie zum Eröffnungsspiel gegen Arminia Bielefeld. In den Heimspielen gegen Wismut Aue und den Halleschen FC zeigte dann der K-Block einmal mehr sein Potenzial und eröffnete die Partien jeweils mit beeindruckenden Pyroshows. Auch im letzten Auswärtsspiel wurde noch einmal in der Trickkiste gekramt, wonach ein nettes Blinker-Intro hinter einer Weihnachtsliste präsentiert wurde. Alles in allem ist Dynamo neben den optischen Aktionen aber auch in ihren Auswärtsfahrerzahlen die absolute Nummer 1 in Liga 3. Bei nur 3 Spielen in der Ferne war der Gästeblock nicht ausverkauft und auch zu Hause entfaltete der K-Block in fast jedem Spiel sein stimmgewaltiges Potenzial. Es bleibt abzuwarten, inwiefern es mit der SGD, die zu aktueller Stunde an Rang 2 der Tabelle steht, in der kommenden Rückrunde weitergeht. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.